Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich in meiner Technik-Ecke. Heute habe ich mal wieder einen Testbericht eines Kopfhörers für euch und das ist der Testbericht der Bowers & Wilkins PX7S II. Also quasi ein Nachfolger oder die aktualisierte Version des Bowers & Wilkins PX7. Den hatte ich schon vor einiger Zeit hier mal im Test. Ich glaube, das ist aber jetzt auch schon fast 2 Jahre wieder her. Und der S2 wurde mir jetzt zur Verfügung gestellt, soll einiges besser machen. Und ja, ob er das wirklich kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Was hat Bowers & Wilkins bei dem PX7 S2 geändert? Eigentlich gar nicht so viel. Die Optik ist relativ gleich geblieben, auch die Bedienung ist relativ gleich geblieben. Der Treiber, der wurde ein bisschen getauscht und zwar statt den vorherigen 43mm dynamischen Treiber, den es im Vorgänger gab, setzt man jetzt auf einen 40mm dynamischen Treiber. Ansonsten, wie gesagt, hat sich nicht so viel verändert. Die App wurde verbessert, geändert, ausgetauscht, zumindest laut Bowers & Wilkins. Und das habe ich mir alles angeguckt, angefangen, wie immer, bei der Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit ist genau gleich wie beim Vorgänger. Da hat sich absolut nichts verändert. Wir haben immer noch eine maximale Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Und im Schnitt kommt man so auf 27, 28 Stunden, je nachdem, wie laut man hört, ob man ANC ein- oder ausschaltet, mit welchem Endgerät man hört, auf welcher Lautstärke, das hatte ich schon. Aber all das sind ja Faktoren, die das beeinflussen. Und ich denke, so im Schnitt 27, 28 Stunden kommt man mit hin. Ansonsten gibt es noch eine Fast Charging Funktion, also eine Schnellladefunktion. Die hat sich tatsächlich geändert. Man bekommt jetzt 2 Stunden mehr, also insgesamt 7 Stunden Wiedergabezeit, wenn man 10 Minuten auflädt. Auch das hat ganz gut geklappt. Insgesamt ist die Laufzeit allerdings im Vergleich zu anderen Modellen, die in einer ähnlichen Preisklasse mitspielen und eine ähnliche Zielgruppe haben, etwas kleiner als bei anderen. Und insofern ist das eher ein oberes Mittelfeld, aber nicht ganz oben anzusiedeln, was die Laufzeit angeht. Dennoch muss man natürlich sagen, mit 27, 28 Stunden, da kommt man locker einige Tage mit hin. Die Bedienung erfolgt wieder über Druckknöpfe an den Seiten und da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Sie funktionieren gut, sie sind alle leichtgängig. Allerdings gibt es 2 Punkte, die mich so ein bisschen stören. Ich meine, der Kopfhörer kostet in der UVP knapp 450 Euro und insofern erwarte ich da schon hohe Qualität. Keine Frage, die Druckknöpfe sind von einigermaßen hoher Qualität, sie sind aber aus Kunststoff und ich hätte mir da schon gewünscht, dass es eventuell Aluminium ist. Was ich mir auch gewünscht hätte, ist, dass man hier ein bisschen fortschrittlicher wird, ein bisschen innovativer. Ich bin ein Freund von Innovationen und bin ein Freund davon, dass man hier und da mal was ausprobiert. Das heißt, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht mal so eine Touchfläche auf der Ohrmuschel seinen Platz findet. Das ist nicht der Fall. Ja, ist schade, ist jetzt kein großer Kritikpunkt, aber ist einfach, was ich mal anmerken wollte. Ansonsten muss man auf eine Funktion verzichten und zwar entweder den Sprachassistenten oder ANC. Es gibt einen Multifunktionsknopf auf der linken Ohrmuschel oder an der linken Ohrmuschel, der ist aber eben nur für eins von der beiden ausgelegt. Man kann leider nicht beides damit steuern. Finde ich ein bisschen schade. Kommen wir zu den Features, den Key Features. Das ist der Transparenzmodus und das ist der ANC-Modus und die App. Ich würde gerne mit der App anfangen, denn da gibt es das meiste zu kritisieren, meiner Meinung nach. Es gab vorher die Bowers & Wilkins Headphones App und jetzt wurde das geändert und es gibt jetzt die Bowers & Wilkins Music App. Mit der Headphones App kann man die Kopfhörer nicht mehr verbinden, das heißt, man muss auf diese Music App zurückgreifen. Die hat allerdings meiner Meinung nach ein paar Probleme. Es gibt keine Effekt-Sounds mehr, wie es sie vorher gab, also so ein so gemütliches Rauschen, Regenrauschen oder Feuern, knisterndes Feuer, was man in der vorherigen App hatte, das hat man da jetzt nicht mehr, zumindest habe ich es nicht gefunden. Des Weiteren muss man sich registrieren, auch das ist immer nicht so ein guter Punkt. Und ja, es fehlt mir einfach die Möglichkeit, ANC und den Transparenzmodus individuell zu steuern. Das ging in der vorherigen App, ging das, in der App geht es nicht mehr. Dafür hat man jetzt einen Equalizer, der ist aber allerdings mehr oder weniger zu vernachlässigen. Man kann nämlich nur die Bässe und die Höhen damit abstimmen,
Aber das war's. Das heißt, wir haben zwei Band-Equalizer, das ist deutlich zu wenig, meiner Meinung nach. ANC und Transparenzmodus haben sich nicht wirklich verändert zum Vorgänger, was schade ist, weil gerade beim ANC gab es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf und den gibt es auch weiterhin. In den tiefen Frequenzen wird einigermaßen gut ausgeblendet, aber je höher die Frequenzen, desto mehr nimmt man einfach noch wahr. Also Stimmen oder das Tippen auf der Tastatur, das ist alles noch wahrnehmbar und da gibt es einfach wirklich noch Luft nach oben. Also es ist nicht vergleichbar wie beispielsweise bei den Sony, den 1000XM5. Wie heißen sie? Ich glaube, so heißen sie. WH1000XM5. Das ist der Name der Sony-Kopfhörer. Die sind da einfach weitaus besser noch. Der Transparenzmodus, der ist wieder gut geworden. Damit bin ich zufrieden. Kommen wir zur Sprachqualität und die ist grundsätzlich erstmal okay. Das heißt, die Stimme hat einigermaßen Volumen, sie ist klar, soweit verständlich, wenn man sie denn hört. Das ist das Positive. Das Negative ist nämlich, man ist viel zu leise. Also auf dem iPhone ist man leiser als auf dem Android-Smartphone, in meinem Test zumindest. Auf beiden Smartphones ist man trotzdem viel zu leise. Also beim Telefonieren hat man mich kaum verstanden. Ich musste wirklich sehr, sehr laut reden, fast schreien, damit mich mein Gesprächspartner verstehen konnte. Also das ein absoluter Negativpunkt. Also vielleicht kann man da was mit dem Firmware-Update machen. Das wäre meine Hoffnung. Ansonsten war das nicht so super. Kommen wir nun zum Klang und bei den Bowers & Wilkins PX7 S2 für knapp über 400 Euro UVP erwarte ich keine Kompromisse. Ich erwarte den perfekten Klang und den haben wir leider nicht. Das klingt jetzt erstmal hart, so schlimm ist nicht, aber ja, es ist einfach nicht perfekt. Die Bässe sind so das Beste. Die sind knackig, sie sind druckvoll, sie sind tief, sind überall präzise, das ist wunderbar. Die Mitten sind für mich ein bisschen zu komprimiert, das ist alles sehr gedrückt teilweise. Ich weiß nicht warum, auf dem iPhone etwas komprimiert gefühlt als beim Android-Smartphone, das liegt wahrscheinlich einfach am Bluetooth-Codec, der genutzt wird. Beim Android haben wir nämlich aptX HD immerhin. Ja, aber irgendwie ist es alles ein bisschen dumpf in den Mittenbereichen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut beschrieben habe, dass ihr euch das vorstellen könnt, dieses komprimierte, dumpfe. Das ist jetzt absolut nicht so schlimm. Ja, es ist jetzt nicht, dass man das nicht mehr hören könnte. Aber bei 449 Euro UVP erwarte ich einfach, dass das nicht da ist. Und dann erwarte ich einfach brillante und klare Höhen. Und auch da fehlt mir einfach die Brillanz. Und die Klarheit irgendwie ist auch ein bisschen gedrückt. Sehr warme Abstimmung. Ich weiß nicht. Da fehlt mir der Charakter auch irgendwo von den Höhen. Es sind immer noch gute Höhen, also soweit ist die Präzision da, aber eben nicht perfekt. Ansonsten würde ich daher darauf zurückschließen, dass man am besten Hip-Hop, R&B, irgendwie sowas hört. Das können sie wirklich gut wiedergeben. Alles, was dann schon Richtung Rock oder auch Klassik geht, da war ich nicht so zufrieden und nicht so happy. Grundrauschen haben wir soweit nur ein ganz leichtes, aber es ist da, stört es allerdings nicht, außer man stellt eben den Transparenzmodus ein, dann wird es lauter und dann finde ich auch, wird es störender. Ja, und damit sind wir beim Fazit zum Bowers & Wilkins PX7 S2. Insgesamt würde ich sagen, ist die Verbesserung zum Vorgänger jetzt nicht so riesig und auch nicht so wirklich, dass ich sagen würde, man muss unbedingt upgraden. Da gibt es dann doch ein paar Punkte, die mich so ein bisschen gestört haben. Keine Frage, es ist ein guter Kopfhörer. Für mich ist der Preis zu hoch. Einfach, es ist ein Kopfhörer vielleicht für Liebhaber, die Bowers & Wilkins lieben. Wobei, es gibt den PX8 mittlerweile auf dem Markt. Den werde ich mir hoffentlich auch demnächst anschauen. Ja, vielleicht ist der dann doch derjenige, den man nutzen sollte. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert hier unten die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.